Hi und willkommen zu einem neuen Video aus meiner Atari-Reihe. Heute soll es mal wieder um mein geliebtes Schätzchen, den Falcon, gehen. Doch vorher wollte ich auch noch mal so ein bisschen zeigen, was sich inzwischen drumherum getan hat. Und da gibt es auch so ein paar Dinge. Und zwar, wie ihr schön sehen könnt, habe ich mir einen vernünftigen Tisch jetzt mal zugelegt. Da kann ich meinen 1040er und den Falcon schon mal schön aufbauen und habe immer noch schön Platz. Ja, vielleicht seht ihr das anhand der Beleuchtung schon. Ich habe eine neue LED-Deckenleuchte montiert. Das macht das Ganze doch ein bisschen augenfreundlicher. So, was haben wir hier noch? Den Falcon selbst. Den habe ich an ein Bose Solo Soundsystem angeschlossen. Den hatte ich hier noch seit 2 Jahren rumliegen von meinem alten Fernseher, wo ich den benutzt hatte. Und das ist echt genial, das Ding. Also das ist, passt wie die Faust aufs Auge. Ne? Auch von der Größe her ist das wunderbar. Ist nicht zu tief. Also ich hatte Befürchtung, dass das hier mit dem Screen Blaster und den ganzen Adaptern schon kollidiert. Aber das passt wunderbar. Okay. Und vom Klang her ist das echt bombastisch. Also kommt jetzt im Video wahrscheinlich überhaupt nicht so wirklich rüber. Aber ist echt genial. So, am Falcon selber, da hat sich so ein bisschen was getan. Ich hatte im letzten Video schon angedeutet, die Festplatte durch eine Komplett-Flash-Geschichte zu ersetzen. Das Ganze habe ich jetzt in Angriff genommen und eingebaut und nach hinten rausgeführt. Das Ganze sieht dann so aus. Das heißt, ich habe jetzt hier von hinten beide Compact-Flash-Karten zugänglich. Einmal die obere, die Master-Karte, wo das Betriebssystem drauf ist. Und die untere dient zum Datenaustausch zum Windows 10 PC. Und ja, funktioniert bisher hervorragend. Habe überhaupt keine Probleme mit gehabt beim Einrichten. Ich habe das mit diesem HD-Driver 10.15 bzw. mittlerweile 10.17 von Uwe Seimitz gemacht. Geht absolut klasse, also ich werde euch das nachher auch nochmal zeigen, wie das eingerichtet wird. Und ja, dann wollen wir uns das Ganze mal von drinnen ansehen, wie das einbautechnisch gelöst wurde. Und so sieht der CF-Adapter im eingebauten Zustand aus. Er wird einfach in den vorhandenen Festplattenrahmen wird er eingeklemmt, weil da sind rechts und links so eine Art Pappstreifen. Und der sitzt so dermaßen bombenfest da drin. Also ich hatte ja erst gedacht, dass ich den seitlich noch irgendwie mit Schrauben befestigen müsste, aber das tut gar nicht Not. Der sitzt so dermaßen fest da drin, er wird einfach nur reingedrückt, auf Position geschoben, dass er vorne ein kleines Stückchen rausguckt, so wenig wie nur möglich, dass man gerade noch so mit den Fingernagel und Fingerspitze an die Karten rankommt. Und das war's. So, und dann wird das vorhandene Flachkabel von der Festplatte benutzt. Hier wird noch ein Adapter raufgesetzt von 40 auf 44. Und ja, that's it. Also der Einbau ist nun wirklich sehr einfach gehalten. Wie gesagt, der Ausschnitt hinten, das ist das, was natürlich am filigransten ist. Da muss man wirklich ganz genau sich erstmal ausmessen, wo das Ganze sitzt. Und da hat man auch nicht sehr viel Spielraum. Zumindest seitlich hat man keinen Spielraum, weil das halt durch den Rahmen festgelegt ist, die Position. Nach oben und unten hin hat man vielleicht nur 1-2 mm Spiel, weil der ja, wie gesagt, nur lose im Rahmen drin ist. Kann man den Adapter noch so ein ganz kleines bisschen neigen. Aber sollte man natürlich so genau wie möglich ausmessen, dass er wirklich waagerecht hinten rauskommt. Weil das sieht dann natürlich noch am besten aus. Das war schon ein ziemlicher Akt gewesen, die alte Festplatte überhaupt aus dem Rahmen rauszukriegen. Also die saß auch so bombenfest drin. Die hätte eigentlich gar nicht geschraubt werden müssen. Die hätte auch so gehalten. Okay. Ja, als nächstes auf dem Zettel habe ich noch immer, muss ich schon dazu sagen, die Geschichte mit den Kondensatoren für das Netzteil. Das werde ich mal in den Wintermonaten, wenn das Wetter wieder schlechter ist, in Angriff nehmen.
Und ich werde mir auch noch mal diesen Radaumacher, der hier unterm Blech sitzt, sprich den 40 mm Lüfter, den werde ich mir auch noch mal vorknöpfen, weil das ist mir definitiv noch zu laut. Da muss ich auch noch eine andere Lösung finden. Entweder direkt den Lüfter dort austauschen, was mir so ein bisschen widerstrebt, weil ich die ganze Schose wieder auseinanderreißen muss, um an den Lüfter ranzukommen. Oder aber ich habe schon was in der Planung, da muss ich mir noch mal ein paar Gedanken zu machen, in den Bereichen Lüfter einzubauen. Entweder auf der Seite oder Richtung Netzteil, weil da würde ein 40 mm Lüfter hinpassen. Und ich habe auch schon eine Vorstellung, wie ich den befestigen kann. Aber gut, das sind Sachen, die werden noch demnächst mal kommen. So, und wie schon angesprochen, werde ich euch jetzt nochmal zum Screen Blaster Grafikerweiterung was zeigen und auch wie ich die Compact Flash Karten eingerichtet habe mit HD Driver 10.17, beziehungsweise zu dem Zeitpunkt war es nur 10.15, was aber von der Sache her eigentlich sich nichts tut. Und ja, das werde ich euch das jetzt mal zeigen. Und dazu werde ich mal die Kamera so aufbauen, dass ich den Bildschirm abfotografieren kann. So, jetzt wollte ich auch noch mal etwas zur Screen Blaster Grafikerweiterung zeigen. Und dazu ist es am besten, ich boote den Rechner mal neu, weil dann kommt nämlich schon das Auswahlmenü zu, wo man die Auflösung auswählen kann. So, erstmal booten, das ist X-Boot, Screen Blaster mit NVDI, das ist richtig. So, wie ihr sie seht, habe ich die ältere Version 2.0 von Screen Blaster installiert, die Software, weil die aktuelle, die 3er Version, die funktioniert mit den NVDI nicht. Also der ist beim Bootvorgang, kommen schon zwei Bomben. Nachher, wenn ich die Auflösung wechseln will, stürzt der Rechner komplett ab. Warum das so ist, weiß ich nicht. Ist für mich auch nicht wichtig, weil ich eh nur die 800x600 Auflösung benutze. Und dazu reicht die 2.0er Version vollkommen. Außerdem nebenbei finde ich das Auswahlmenü etwas übersichtlicher. Egal. So, 800x600 habe ich hier in zwei Varianten drin. Das sind Voreinstellungen von irgendeinem anderen Monitor. Also für den NEC Multisync, den ich jetzt hier habe, gibt es natürlich keine Voreinstellungen, weil es den damals noch nicht gab. Die mit der hohen Herzahl, die Auflösung ergibt ein etwas unschärferes Bild. Deswegen benutze ich immer diese, weil da das Bild einigermaßen scharf ist. Warum das so ist, wahrscheinlich kann ich das am Monitor noch nachregulieren, dass das auch stimmig wird. Aber die Herzzahl ist ja beim LCD-Monitor ohnehin irrelevant. Also belassen wir es bei der 66 Hz-Variante. So, und wie ihr hier schon seht, habe ich schon 800x600 hier drin. Ist alles natürlich ein bisschen übersichtlicher. Und da wollte ich euch nochmal zeigen den sogenannten Video-Mode-Generator, mit dem ich das absolut nicht hingekommen habe, mal eine andere Auflösung einzustellen als diese 800x600. Hier bei selbstdefinierten VGA habe ich mal die Grenzen von meinem Monitor eingetragen. So, Datei öffnen, Screen Blaster Info. Da sind wieder alle möglichen Herzzahlen vorgegeben, Auflösungen 800 mal 600, genau, die können wir jetzt, wir können entweder eine neue anlegen oder ich mache da einfach einfach mal bearbeiten. Ja, hier habe ich absolut nichts zustande gebracht. Also ich habe alles Mögliche probiert, hier irgendwas Sinnvolles einzustellen. Ich wollte eigentlich noch eine 1024 mal 768 Auflösung machen. Habe ich irgendwann aufgegeben, ich habe da nichts hinbekommen. Wie gesagt, mir reicht die 800 mal 600 und von der Geschwindigkeit her packt der Falcon sowieso nicht was Höheres. Dann wird der Bildaufbau so dermaßen langsam, das hat eigentlich keinen besonderen Nährwert. Gut, das
Ist das erstmal zum Screen Blaster? Gibt es da noch irgendwas? Die Monitorauswahl. Ja gut, da hat man hier eine Auswahl an Monitoren, die natürlich jetzt hier in der Zweier Software noch relativ beschränkt ist. Ich glaube, in der Dreier ist die Liste schon ein bisschen länger. Aber wie gesagt, der NEC Multisync, den ich da habe, der ist da eh nicht drin. Also von daher ist es auch nicht so relevant, welchen Monitor man da nimmt. So, dann kommen wir mal zu der Geschichte, die Compact Flash-Karten einzurichten. Dazu gehen wir in den HD-Driver. HD-Driver Utilities. So, da sieht man hier mein System, was ich hier habe. IDE habe ich ja nur noch drin. Diese SCSI-Geschichte ist jetzt nur wegen dem HD-Driver noch drin. So, das sind meine beiden Compact Flash-Karten. Tückischerweise haben die den gleichen Namen, weil das identische Karten sind von SanDisk 16 GB Karten. Deswegen ist es vielleicht sinnvoll, am Anfang nur eine Karte, die Masterkarte reinzustecken, um nicht ja, um eine Verwechslung auszuschließen. So hatte ich das am Anfang auch gemacht. Die zweite Karte hatte ich ja später dazu gekauft und eingerichtet. So, IDE 00, das ist die Masterkarte, wo das Atari-System eingerichtet wird. Dann geht man dann auf Medium, Partitionieren. So, hier habe ich schon das Maximum, was geht, eingerichtet. Ich habe 9 Partitionen hier raufgeknallt, a 1024 Megabyte. Mehr geht nicht. Alter, weil ich bei der zweiten Karte noch weitere 5 Laufwerke habe und insgesamt geht nur 16. Kompatibilität TOS, weil da nur das Atari-System drauf soll. Kann man hier nochmal zeigen. TOS und kompatibel mit TOS 1.6.0 und neuer. So, mehr muss hier nicht eingestellt werden. Und ja, das war's eigentlich schon. Dann geht man auf OK, dann partitioniert er. Das dauert maximal eine halbe Minute, also es geht relativ fix. Und schon hat man die Karte eingerichtet und muss dann nur noch den eigentlichen Treiber installieren. Das geht dann. Moment, wo war das? Partitionieren. Naja, hier HD-Driver installieren. Genau, da wählt man hier sein Laufwerk aus, in dem Falle C. Dann kann man hier HD-Driver installieren und das wäre dann der nächste Schritt. So, die zweite Karte. Zum Datenaustausch. Die wird ein wenig anders partitioniert, weil die ja kompatibel mit TOS und auch mit Windows sein muss. Deswegen, da steht hier auch schon. Da habe ich die restlichen 5 zur Verfügung stehenden Partitionen eingerichtet. So, Kompatibilität TOS und hier das Häkchen für 1.06 und neuer. Und Windows das Häkchen setzen, weil er ja auch unter Windows laufen solle. Und Byte-Swapping muss auch noch angekreuzt werden, weil das, so wie ich das im Manual verstanden habe, auch wichtig ist, um Daten von und zu Windows auszutauschen. Ich habe es nicht ausprobiert, mal das Häkchen nicht zu setzen, aber da das damit funktioniert, ist es eigentlich auch müßig, das auch noch auszuprobieren. So, sind die Einstellungen für die Datenaustauschkarte. Und dann, wie gehabt, auf OK klicken, dann wird das partitioniert. Dauert auch nur, wie gesagt, wenige Sekunden. Und dann hat man diese Karte eingerichtet, zum Datenaustausch zum PC. Das ist eigentlich schon das große Geheimnis. Mehr ist da eigentlich nicht weiter zu beachten. Und das hat bisher auch problemlos funktioniert. Ich hatte keinerlei Probleme. Windows hat natürlich wieder so eine lustige Angewohnheit. Ich weiß nicht, ob es erst mit Windows 10 kommt oder auch schon vorher. Der legt ja noch so einen schönen Ordner an. Den bitte ignorieren am Atari, da nichts mitmachen. Weil das ist eine Windows-Einstellung. Wenn man unter Windows drin ist, sieht man diesen Ordner gar nicht, wenn man das nicht gerade so eingestellt hat, dass man den Ordner sehen kann. Ganz krass wird es noch, wenn man jetzt irgendeine ZIP-Datei mal aufmacht. Und Laufwerk L war ja das
Datenaustauschlaufwerk. So, da sind noch mehr kryptische Kürzel hier zu sehen. So, die bitte auch alle ignorieren. Also die haben mit dem System nichts zu tun, da bitte nichts mitmachen. Das ist eine Eigenart von der Ästhesik und ich glaube, irgendein anderes Programm zeigt die Dinge auch noch an. Also ja, ignorieren und mit Leben ist aber auch nicht weiter wild. Also von daher, ja, das soll es dazu gewesen sein. Als nächstes steht halt an, einen neuen Lüfter zu installieren, das Netzteil noch, neue Kondensatoren einzulöten und meine Screen-Eye-Capture-Karte, Grafik-Capture-Karte wieder einzubauen. Naja, es wird jedenfalls auch ein Video folgen oder auch zwei. Mal schauen. Das war's dann erstmal für heute und bis zum nächsten Mal. Tschüss.